Beim nächsten und letzten, last but not least, ich kann es gar nicht übersetzen, beim letzten, aber nicht least Projekt sind Marvin, Lars, Morgane und Marc dabei. Und Karl, ist Karl dabei? Karl ist auch dabei, der war gestern noch krank und heute wieder gesund. Und das Motto von Jugend Hackt ist ja, mit Code die Welt verbessern, mit Code die Umwelt verbessern. Die Menschen sind so selbstlos und so lieb, die sagen, wir wollen mit Code Jugend Hackt verbessern. Das Ganze ist ein Projekt, das gab es schon in Hamburg. Ihr habt gestaltet eine Jugend Hackt App, die ihr auch jetzt bei dieser Jugend Hackt Veranstaltung weiterentwickelt habt. Viel Spaß mit der Jugend Hackt App Z, hieß sie gestern noch. Perfekt. Also, dann auch nochmal von uns. Herzlich willkommen zur leider letzten Präsentation des heutigen Tages, Nachmittags. Wir haben die Jugend Hackt App Z. Warum Z? Naja, alles hat so tolle Namensänderungen, iPhone X, Max, Pro, was auch immer. Also, machen wir halt mal mit. Die Jugend Hackt App Z. Wie schon gehört wurde oder gesagt wurde, wir haben in Hamburg angefangen. Auf dem Weg haben wir jetzt leider eine Person verloren, dafür aber zwei neue dazu gewonnen. Gut, beginnen wir mal mit der Fragestellung beziehungsweise den Problemen und unseren Lösungen dazu. Erstens wollten wir Fundsachen markieren können, also dass theoretisch die Organisatoren Fundsachen markieren können und die dann uns angezeigt werden können, damit wir da besser benachrichtigt werden. Dann kurzzeitige Änderungen wie Wasserflasche mitbringen oder andere Dinge, wie es jetzt schon oft vorgekommen ist, kurz markieren oder zu Hause vergessene Gegenstände. Dann noch ein großes Problem, Hackdash, da werden alle unsere Projekte derzeit angezeigt eigentlich, aber das ist ein Projekt, das ist anscheinend nicht sehr professionell gemacht und ist derzeit schon seit mehreren Tagen down. Dann noch eine Programmiernachhilfe, das war die Idee von Morgane. Das ist einfach, damit man nochmal von anderen Jugendhack-Teilnehmern Programmiernachhilfe bekommen kann und eben, dass man statt Ideen auf Papier zu schreiben bei Jugendhack, die Ideen direkt in der App machen kann, so dass man Papier spart und ebenfalls die Badges, die man als Sticker bekommt, machen wir auch digital, so dass wir die nicht als Papier machen. Weiter. Genau. Kommen wir zu den Technologien. Also im Backend haben wir auch schon wie viele andere Gruppen Node.js verwendet mit einer MariaDB-Datenbank und haben dann auch damit verschiedene APIs gecallt, wie zum Beispiel wir haben Jugendhack-Website gescraped oder wir haben Zulip und Twitter-Chats, Feeds eingebunden in unseren Feed. Wir haben das Ganze als eine Progressive Web App, also eine PWA gemacht. Das heißt prinzipiell, wir haben eine Website, man kann die sich aber auf iOS, Android und allen möglichen installieren als App, also als wäre es eine wirkliche App. Und im Frontend haben wir dann Vue.js, Vue-Router, Vue-HTTP-Loader verwendet, was alles basierend auf den Web-Technologien HTML, CSS und JavaScript sind. Dazu haben wir noch ganz viele Jugend-Hackt-Assets zur Verfügung gestellt bekommen und ganz viele Feather-Icons verwendet, weil man braucht immer Icons für irgendwas auf einer App. Wir haben auch noch zu dem Austausch zwischen Leuten was beigetragen, sodass viele Leute bei Wie ist der Name entfallen? Was du gemacht hast? Ja, wir haben nämlich eine Programmiernachhilfe gemacht. Mir ist gerade eben nur der Name entfallen. Und ja, dort kann man erstmal seinen Titel des Problems sozusagen angeben, dann in welcher Programmiersprache und so noch den Text dazu. Mehr erzählt euch morgen dort. Ja, das habe ich nämlich übers Wochenende gemacht, weil ich dachte, in manchen Ländern, Städten und so gibt es kaum Unterrichtsstunden oder Sachen, wo man nachmittags mal hingehen kann, wo man wirklich programmieren lernt. Da gibt es sowas meistens nicht. Deswegen dachten wir, hier bei Jugend Hackt lernen Kinder ja programmieren. Was, wenn sie dieses Wissen auch mit anderen, die das vielleicht nicht können, teilen? Und dann kann man,
wenn man jetzt nicht programmieren kann, sagen, ich brauche Hilfe und dann das, wofür man Hilfe braucht. Und das kann man dann senden. Und wenn man dann auf Ich möchte helfen geht, sieht man die ganzen Fragen, die gefragt wurden, damit man auch selber helfen kann. Eine kurze andere Demo. Ja, wir zeigen jetzt noch ganz kurz unsere anderen Features, auch wenn wir eigentlich keine Zeit mehr haben. Wir wollen das noch kurz zeigen. ja, genau. Schaffst du's? Ja, egal. Dann zeigen wir jetzt auf der Website die App, wer hat theoretisch auf dem Handy. Genau, hier sieht man einmal alle Events mit Anmelde-Buttons. Dann hier sieht man den Twitter- und Zulip-Feed von Jugend Hackt. Die Bilder werden jetzt aufgrund des schlechten Internets nicht geladen. Lost and Found, hier wurde ein Apfelkuchen im Essenssaal gefunden, können Administratoren theoretisch hinzufügen. Dann ein Admin-Panel, kann man Leute Administratoren machen, verifyen und sowas. Dann können wir Badges teilen. Wollen wir es auch kurz? Ja, man kann theoretisch Badges zuführen. Und genau, könnte man jetzt hier mir eine Badge geben, an meine E-Mail, zum Beispiel an Superalpaka. Und die sollte ich jetzt per E-Mail zugeschickt bekommen haben. Und die ist dann auch schön gesigned und so, dass sie tatsächlich nicht gefälscht werden kann. Und es ist jetzt nicht nur ein einfaches Bild, das mir geschickt wurde, sondern tatsächlich eine Open Badge Badge. Ja, genau. Mir geht's wichtig zu sagen. Dankeschön. Vielen Dank an euch. Kommt vor zu mir. Erste Frage ist natürlich, wenn das jetzt schon ein Projekt war, das es schon gab, macht ihr weiter? Ja, wenn du jetzt reinsprichst, ist es an. Echt? Okay, ja. Cool. Ja, ich weiß nicht, es gibt noch ein paar Sachen zu machen. Wir haben jetzt auch zum Beispiel heute ist sehr früh morgens noch angefangen, unsere eigene Hashtag-Implementation zu schreiben, dass wir ebenfalls hektisch, wie immer mal gefühlt down sein sollte, wir das trotzdem selber weiterverwenden können. Habt ihr noch mehr Ideen, wie es weitergehen könnte? Das klingt so, als ob da einiges in euch drin schlummert. Da sind noch sehr viele Ideen, die wir noch umsetzen wollen, aber noch keine Zeit für hatten. Zum Beispiel ein eventspezifischer Server, wo man dann vielleicht noch auf einer Webseite dann schön darstellen kann, was denn eigentlich der Programmablauf ist, falls mal irgendein Infobeamer gerade nicht an ist oder man zu faul ist, jetzt irgendwie zum Infobeamer mal zu gehen. Wer war denn spezielle? Ja, du möchtest auch was sagen? Ins Mikro rein. Also es gab noch die Idee, dass wir vielleicht so eine einzelne Website dafür, also nicht so eine Unterpunkt dafür machen, dass dort alle die Informationen und so stehen. Und dann wollten wir auch noch so eine Art öffentlichen, richtigen Chat machen für die Leute, die noch sozusagen andere Dinge fragen wollen zu Events oder so und jetzt nicht so zu Themen an sich, vielleicht auch einen privaten oder so, obwohl wir das schon auf Zulip haben, aber ja. Man muss auch sagen, ihr seid ja Füchse, ne? Die Kunden sitzen im Raum. Natürlich. Deswegen würde ich euch bitten, macht denen einen fairen Preis. Ne? Das ist hier so gut. Vielen Dank für euch, für die Jugend Hackt App Z. Bitteschön.